Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen. Mittwoch, der 28. April. Heute ist der Gedenktag des heiligen Peter Chanel. Das war ein französischer Missionar in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der hat seine Mission versucht auf der Insel Wallis und Futuna, von der haben sie garantiert noch nichts gehört. Ich habe gelesen, dass es heute noch ein bisschen schwierig ist, dorthin zu kommen. Sie liegt nordöstlich der Fidschi-Inseln mitten im Pazifischen Ozean. Und da ist dieser ganz junge Maristenmissionar hingekommen und hat sein Bestes versucht dort für Christus und kam aber nicht vorwärts und klappte nicht seine Mission. Er hat einmal geschrieben, als er 2 Jahre dort war, 20 Taufen, 4 von Erwachsenen, die übrigen von Kindern und alle in Todesgefahr, sind die ganze Ernte, die ich in 18 Monaten eingebracht habe. Und Sie müssen sich ja denken, im 19. Jahrhundert, da waren die Missionare nicht wie heute, sondern da waren die gebucht auf Franz Xaver oder so Zahlen von Zehntausenden, und das war ihr Maßstab. Und also ein Loser, so hat sich der Peter Chanel selber empfunden. Und dann hat er großen Ärger mit dem König von Futuna bekommen, der zornig darüber war, dass auch sein Sohn sich bekehrt hat. Und dann bekam er Angst um seine Macht und ließ den Missionar umbringen kurzerhand. Und jetzt steht hier im Schott, wenige Monate nach dem Tod des Missionars wurde die ganze Insel katholisch und sie ist es geblieben bis heute. Und selbst im Reiseführer können Sie lesen, dass man dort ein reiches katholisches Leben antrifft. Also das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche, so heißt ein Satz aus der Kirchenväterzeit. Und immer wieder stimmt das. Und meine Liebe zu den nicht so erfolgreichen Heiligen wird durch diesen Peter Chanel genährt. Das Evangelium aus dem 12. Kapitel des Johannesevangeliums, so eine Zusammenfassung der Versuche Jesu, sich seinen Gesprächspartnern, auch seinen Kontrahenten, denen, die nicht glauben wollen und können, sich denen verständlich zu machen und begreifbar, sodass sie doch ihn annehmen können und glauben. Also ich will nicht sagen, fast mit Verzweiflung ausgerufen, aber mit großem Nachdruck. Exodus im 33. Kapitel, da hat Mose mit Gott im Offenbarungszelt zu tun, wie mit einem Freund, heißt es dort. Und Gott spricht so nett mit Mose, dass Mose einmal sagt, lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Und dann sagt Gott, ich will meine ganze Güte vor dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Ich bin gnädig, wem ich gnädig sein will, und barmherzig, wem ich barmherzig sein will. Weiter sprach er, du kannst mein Angesicht nicht schauen, denn kein Mensch kann mich schauen und am Leben bleiben. Und es ist so, als wäre es Gott leid um diese Unanschaulichkeit seiner selbst, dass er uns umbringt mit seiner unverborgenen Gestalt. Und ob das nicht hinter der Menschwerdung des göttlichen Wortes steht? In jener Zeit rief Jesus aus, wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Wer meine Worte nur hört und sie nicht befolgt, den richte nicht ich, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Wer mich verachtet und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn richten am letzten Tag. Denn was ich gesagt habe, habe ich nicht aus mir selbst, sondern der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich sagen und reden soll. Und ich weiß, dass sein Auftrag ewiges Leben ist. Was ich also sage, sage ich so, wie es mir der Vater gibt. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus hier seinen Gesprächspartnern, und er sagt es auch uns. In ihm haben wir das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Gott ist nicht mehr unsichtbar, sondern er hat das Gesicht eines Menschen angenommen und er hat es behalten bis heute und bis in Ewigkeit. Gott segne und behüte sie alle.